Jo Leute, willkommen zurück zu Vampires Dawn. Wir haben ja letztes Mal Asghar und Valnar zusammengeführt und sind jetzt mit Asghar als Valnar zu dem Grab geflogen, wo angeblich unsere Freundin liegen soll, die Aisha. Hier liegt deine Freundin begraben. Moment, auf diesem Grabstein steht: Hier liegt allein Shaina. Ich werde dich immer lieben, auch über den Tod hinaus. Das ist nicht Aishas Grab. Lass mich mal sehen. Huch! Sowas aber auch. Das ist das Grab meiner Freundin. Deiner Freundin? Was hat das zu bedeuten? Das Lachen ist hart. Du bist so naiv. Ich kenne deine Freundin nicht. Ich habe euch nur beobachtet. Ich habe nicht mal gewusst, dass sie tot ist. Bis du es mir gesagt hattest. Du Schwein! Und dann habe ich dich angelogen, um dich hierher zu locken. Eigentlich wollte ich dich ja bewusstlos schlagen und dich dann hierher tragen. Aber dein Verlangen nach deiner Freundin hat es noch leichter für mich gemacht. Es ist also doch eine Falle. Doch warum willst du mich hier haben? Weil ich meine Freundin wieder haben möchte. Deshalb! Ich habe einen Zauber gefunden, mit dem ich sie wiederbeleben kann. Was für ein Magier bist du, dass du solche Magie besitzt? Magier? Wow. Ich bin ein Vampir. Ein Vampir. Warum hast du sie dann nicht als Vampir wiedererweckt? Ich dachte, Vampire könnten das nicht geköpft. Normalerweise schon. Aber meine geköpfte Freundin wurde geköpft. Aber meine Freundin wurde geköpft. Und eine geköpfte Leiche kann niemals als Vampir wieder auferstehen. Und was habe ich mit dieser Sache zu tun? Kannst du mal ein bisschen Mitleid zeigen gegen Valnar? Ich habe dir bereits gesagt, dass ich einen Zauber gefunden habe, mit dem ich sie trotzdem wiederbeleben kann. Und das nicht als ein schäbiges Skelett oder ein Zombie. Das hätte ich schon längst tun können, doch ich will sie zurück und nicht ein Skelett oder Zombie. Mit diesem Zauber kann ich sie als ein Vampir der ersten Generation wiederbeleben. Ein Vampir? Ein Vampir der ersten Generation? Ja. Und dazu brauche ich dein Blut. Mein Blut? Wieso ausgerechnet mein Blut? Weil der Zauber das Blut eines Menschen erfordert, der bereits mit einem Vampir geschlafen hat. Aber ich habe nie mit einem Vampir. Oh nein. Aisha war ein Vampir, oder? Richtig, sie war ein Vampir. Wie ich ein Vampir der zweiten Generation und sie hatte die ganze Zeit deine Gedanken manipuliert. Wie schwächlich ihr Menschen doch seid. Wie kann das nur sein? Aisha, ein Vampir. Und jetzt werde ich dein Blut opfern und meine Freundin erregen, wieder zurückzubekommen. Doch du hast Glück, der Zauber verlangt nicht, dass ich dich töte. Ein paar Liter Blut reichen und da heute ein Glückstag ist, werde ich dich nicht töten. Stattdessen mache ich dich zu meinem Sklaven. Naja, ob das besser ist. Aber ich verstehe das alles nicht. Wie kann das sein? Oh, du wirst schon verstehen, wenn dein Blut zäh und schleimig durch deine Adern fließt. Den Spruch kennen wir irgendwoher. Du wirst sehen, dass nicht an. Du wirst nicht anders. Moment, du wirst sehen, dass du nicht anders handeln wirst als ich. Niemals! Was du tun willst, ist Blasphemie der menschlichen Existenz. Hahaha. Hör doch, wie lächerlich du klingst. Blasphemie. Der kann definitiv besser böse lachen als ich. Du erbärmlicher Mensch, spüre den Geschmack der Unsterblichkeit. Na! Was hast du getan? Aha! Die Sache. Der kann wesentlich besser böse lachen als ich. Bim, bim, bim. Was für ein Schwein, dieser Asghar. Ja, seine Seele ist voller Zorn. Doch nun scheint es, als hätte er erreicht, was er wollte. Und vielleicht noch mehr, als er erhofft hatte. Sprich nicht so in Rätseln, Opa. Was passierte als nächstes? Nun, Valnar fiel in einen tranceähnlichen Zustand. Er träumte und hatte dabei unendliche Schmerzen. Was? So, jetzt kommt erstmal eine Szene. Er wird jetzt ein Super Saiyajin. Naja, nicht ganz. Was? Nein! Aufhören!
Ah! Nein! Ah, meine Liebe, er kommt zu sich. Nimm diese Brille, du wirst jetzt etwas empfindlich gegen Licht sein. Willkommen in meiner Welt, Valnar. Nein! Wie konntest du es wagen? Hohohoho, du fragst mich, wie ich es wagen konnte? Ich sag dir, du gehörst mir. Du bist von nun an mein Eigentum. Da habe ich ja wohl ein Wörtchen mitzureden, mein Lieber. Und solltest du es jemals wagen, meine Autorität in Frage zu stellen, wirst du sterben. Und nun gebe ich dir etwas Zeit zum Nachdenken. Bock. Das hat sich damit erledigt. Wo bin ich? Was ist passiert? Aisha, wieso? Wieso? Warum ist dies mein Schicksal? Wiedergeboren als Vampir. Warum konnte ich nicht einfach sterben, wie jeder andere es auch wäre? Wieso ist das Schicksal so grausam zu mir? Bla bla bla. Geboren, um zu leiden. Geboren, um zu töten. Aisha. 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 Gibt es noch etwas, das an mir menschlich ist? Meine Seele, mein Gewissen? Ich bin verflucht in alle Ewigkeit. Geboren, um zu töten. Verspottet vom Schicksal. Taunted by Destiny. Was ist das menschliche Leben wert, wenn es untot ist? Das ist jetzt nicht das erste Mal, dass ich dieses Spiel durchspiele. Möchte ich einmal anmerken. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn unendlich. Vielleicht sollte ich fliehen. Oder vielleicht weiß er ja einen Heilungsweg. Wie heißt er überhaupt? Und woher kennt er meinen Namen? Ich habe Hunger. Na, Simon? Was glaubst du, macht Valnar in dieser Situation? Vor allem, er wird weiterhin Enkel genannt. Obwohl wir wissen, dass er jetzt Simon heißt. Er versucht zu fliehen. Er geht zurück ins Bett. Absoluter Bullshit. Gut, er versucht zu fliehen. Nein, ich werde niemals wieder. Ich werde fliehen und nach einer Lösung suchen. Askers Schloss. So, wir müssten uns schon wieder bewegen können. Ja, müssten wir. Und... wir gehen einmal hier runter. Was ich nur jedem raten kann, der das Spiel schon mal durchgespielt hat, ja, ihr könnt in die geheime Höhle hier gehen, aber nein, lasst es, ihr könnt nicht wirklich kämpfen. Ihr könnt, den ersten Kampf verliert ihr schon. So. Wir rennen hier ein wenig im Kreis rum. Falls es jemandem noch nicht aufgefallen ist.
wir rennen einfach noch runter. Weil es sowieso nichts bringt, hier woanders hin zu rennen. Wir können auch einfach nach rechts laufen. Bringt genauso viel. Verdammt, dieser Wald ist ja gigantisch. Ihr kommt hier auch nicht raus. Das ist eine Stelle, die euch auf jeden Fall auffällt. Ihr habt keine Chance, hier rauszukommen. Jetzt kommst du erst einmal zurück. Niemals! Du bist ein Tier. Oh, ich weiß, aber du solltest wirklich zurückkommen. Sonst bin ich gezwungen, den Wölfen zu befehlen, dir weh zu tun. Wölfe? Wozu bin ich ein Vampir? Ich habe keine Ahnung. Na eben, wirst du warten. Du bist nur ein junger Vampir. Ich bin dein Meister. Glaubst du etwa, das wären normale Wölfe? Wo sind deine Wölfe? Ich sehe keine. Aber du kannst sie hören. Wir sehen uns morgen. Verdammt, wo sind diese... Hauptreden des Filterschiebs. Okay. Uff. Shit, da war einer im Wald drin. Ich hatte gehofft, dass ich die draußen erwische. Aber man kann denen nicht entkommen, aber ich wollte sie zumindest mal... Ich wollte sie mal zumindest mich ein bisschen chasen lassen. Guten Morgen, Waldner. Ist der schon wach, Liebling? Gleich. Verdammt. So schlechte Laune heute Morgen. Und das am frühen Morgen. Ja, deswegen schlechte Laune. Dabei haben wir dir einen so schönen Sarg besorgt. Nur für dich. Du Schwein. Zügel deine Zunge, Waldner. Sonst wirst du durch Schmerz lernen. Boah, ob ich das durchziehe bis zum Ende des Gameplays, weiß ich noch nicht. Woher kommt ihr überhaupt? Woher kennt ihr überhaupt meinen Namen? Ah, das ist doch das Einfachste der Welt. Wir haben einfach deine Gedanken gelesen. Ja, mach ich auch jeden Tag, wenn ich mir denke, au, du müsstest mal wissen, wie der Typ da drüben heißt. Dann lese ich auch ständig, mache ich das ständig. Also meine Gedanken gelesen. Oh, entschuldige. Wir haben uns ja noch gar nicht namentlich vorgestellt. Ich bin Elaine und das ist Asuka. Glaub bloß nicht, dass ich mich jetzt geehrt fühle. Ach, Waldner, akzeptier, was du nun bist. Weißt du überhaupt, was du da von mir verlangst? Ich soll akzeptieren, dass ich ein Monster bin. Ein Monster? Nein. Eher die nächste Stufe der Evolution. Ein Wesen höherer Macht, stark genug, um die Menschheit zu versklaven. Ich konnte mich nicht gegen einen einzigen Wolf wehren. Ich bitte euch. Du bist wahnsinnig. Wahnsinnig. Leicht. Aber vor allem nicht. Aber ich habe ein Spiel für dich vorbereitet. Ich möchte ein Spiel spielen. Du bist ja noch ein sehr junger Vampir. Da du ja noch ein so junger Vampir bist, dachte ich mir, wir spielen ein Spiel, das ich als Kind oft gespielt habe. Du willst mit mir ein Spiel spielen, weil ich ein junger Vampir bin? Wenn du gewinnst, bekommst du sogar etwas, das du gut gebrauchen kannst. Und nebenbei bemerkt, sind alle meine Diener deinem Gehorsam unterstellt worden. Sie werden deinen Anweisungen befolgen, solange du sie nicht gegen mich oder Elaine aufhetzt. Aber das würdest du doch nicht wagen, oder? Also, da wäre ich mir nicht so sicher. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Nein, natürlich würdest du das nicht tun. Nicht nach dem, was ich für dich
alles getan habe, nicht wahr? Also, wie sieht es aus? Wollen wir ein Spiel spielen? Also, nein, danke. Ich bin kein Kind. Hm, na gut. Na gut, also wir kriegen wirklich was Sinnvolles. Sehr gut. Ich habe mit Alain 20 magische Zettel gesteckt, die du finden musst. Wobei dich ein Zettel zum jeweils nächsten Zettel führt. Mit ein paar Stichworten oder Sätzen. Wir werden hier auf dich warten, bis du alle Zettel gefunden hast oder du aufgeben willst. Aber du musst die Zettel dort liegen lassen, wo du sie findest, sonst wäre es ja noch einfacher. Hier ist jedenfalls der erste Zettel. Verloren im Wind ist der zweite Zettel. Suche dort, wo der Wind am stärksten weht. Und du brauchst natürlich nur die Burg abzusuchen. Und was soll das heißen, wo der Wind am stärksten weht? Das ist ja das Rätsel, das du lösen sollst. Aber ich gebe dir einen Tipp. Der Wind weht am meisten oberhalb der vier Ecktürme am stärksten. Irgendwas habe ich da falsch vorgelesen. Das bedeutet, dass ich mir mal die obersten Etagen der vier Türme anschauen soll? Genau. Aber den Rest musst du selber rausfinden. Dann halte ich schon mal meine Belohnung bereit. Ich bin gleich wieder zurück. Ohohoho, viel Glück. Bestes Mal. Gut. 5 Speichersteine. Sehr geil. Denn in diesem Spiel ist eine Mechanik eingebaut, die ich persönlich in Spielen immer sehr scheiße finde. Trotzdem gibt es die hier. Und zwar Speichersteine. So. Ich meine, mich daran erinnern zu können. Also das Spiel, wenn ich schnell durchrushe, dann spiele ich es nicht. Ups. Weil es hilft halt nur beim Anfang, aber ich würde sagen, wir machen es einfach mal. Hier ist er. Mal sehen, was draufsteht. Feuer normal brennt, doch der nächste Zettel hat vergessen, sich in Asche zu verwandeln. Hm, sicher ist der nächste Zettel in der Nähe eines Feuers. Kommt eigentlich nur der Kamin in Frage. Wahrscheinlich einer der Kamine stand da und ich habe es nicht gelesen. Wurscht. Da meine ich mich dran erinnern zu können, dass es der vor Askas Grabstätte war. Ne, Moment, da lang. Einmal hier raus. Einmal hier lang. Einmal hier lang. Einmal da rein und ich meine da am Kamin. Hier ist da, mal sehen, was draufsteht. Verloren im Gras zwischen Bäumen und Wasser versteckt sich der nächste Zettel. Hm, der nächste Zettel müsste also irgendwo im Innenhof sein. Ich meine direkt links hier. Ja, sag ich doch. Hier ist er. Mal sehen, was draufsteht. Eine breite Halle, ein blauer Teppich. Der nächste Zettel liegt dort, wo man hingeht, wenn man genug gesehen hat. Das ist schon etwas schwierig. Wo ist eine breite Halle? Hm, irgendwo im Eingangsbereich. Logisch, da wo man hingeht, wenn man alles gesehen hat. Übrigens, da können wir einmal die 40 Fila, heißt es hier im Übrigen. Alles Geld. Gold. Keine Ahnung. Gil. Für die Final Fantasy Fans. Hier ist er. Mal sehen, was draufsteht. Großes Wissen gestapelt zwischen starken Holzplatten. Dort findest du den nächsten Zettel. Großes Wissen? Vielleicht sind Bücher gemeint. Ernsthaft. Vielleicht sind Bücher gemeint. So, da muss ich jetzt aber wirklich nachdenken. Nein, muss ich nicht. Hier ist er. Mal sehen, was draufsteht. Im Dunst von Blut sich der nächste Zettel lab. Dunst von Blut. Wo soll der hier Blut sein? Wahrscheinlich denn. Die klugen Menschen unter euch haben es wahrscheinlich noch im Kopf. Ich war da sogar schon mal. Allerdings nicht mit Valnar. Sondern mit Aska. Und zwar hier. Hier ist er. Mal sehen, was draufsteht. Einst wurde in diesem Raum geherrscht, doch nun befindet sich der nächste Zettel dort. Oh, das wird
wirklich immer schwieriger. Dort wurde geherrscht. Vielleicht irgendetwas mit König oder so. Ja, Schlafzimmer wird es nicht sein. So. Da, für den Zettel habe ich zum Beispiel ewig gebraucht, das erste Mal, wo ich es gespielt habe. Ich nicht wusste, dass man hier rechts in einen Thronsaal kommt. Und ich hier dann der nächste Zettel hängen. Hier ist er, mal sehen, was da steht. Der nächste Zettel liebt die Blumen. Suche dort und du wirst ihn finden. Blumen. Verdammt, hier im Schloss gibt es viele Blumen. Blumen auf Fässern, Blumenbeete, Blumen in den Ecken. Verdammt. Moment. Ich weiß, es gab einen, der war total asozial. Also der war fast direkt daneben. Wirklich fast direkt daneben. Aber ich meine, der ist hier irgendwo gewesen. Da ist er. Hier ist er. Mal sehen, was draufsteht. Die Gebeine Verstorbener verbergen den nächsten Zettel. Ah, das ist wieder leicht. Die Gebeine Verstorbener. Naja, gut. Das ist ziemlich eindeutig. Man hat es beim Vorbeilaufen schon ein paar Mal gesehen, glaube ich. Aber dieses Mal gehen wir da mal direkt hin. Hier ist er. Mal sehen, was draufsteht. Der nächste Zettel mag den Duft von gekochtem Fleisch. Gekochtes Fleisch. So, so. Gibt es irgendwo eine Küche? Ja, gibt es. Und die ist, ich glaube, im Ostteil des Gebäudes. Und dann erste Etage. Zweite Etage, da bin ich mir nicht sicher. Nee, Moment. Die ist in der nächsten Etage. Nämlich hier hoch. Hier, hier. Da lang müsste die Küche sein. Hier müsste die Küche sein. Wenn ich hier runtergehe, glaube ich, ist die Küche. Da ist er, Seite. Hier ist er. Mal sehen, was drauf steht. Engelstatuen senden ihren Heiligenschein auf den nächsten Zettel. Also dann, eine Statue hat den Zettel. Ich glaube direkt sogar hier links. Ach nee, hier sind die. Hier ist das Special Equip. Sieht ziemlich alt aus. Eingeritscht steht der Name Aurora. Ich meine, man kriegt diese Ausrüstung nicht. Zumindest nicht in diesem Spiel. Ich weiß es nicht mehr bei 2. Also bei 2 habe ich sehr wenig gespielt. Wirklich wenig. Das habe ich, glaube ich, ein oder zweimal durchgespielt. Das war es aber auch. Da war es hier. Da ist es nicht. Da ist er. Leider. Hier ist er. Mal sehen, was draufsteht. Frische Luft und gute Aussicht. Das ist alles, was der nächste Zettel will. Gute Aussicht. Gute Aussicht hat man, soweit ich weiß, im Innenhof von der Burg aus. Das könnte der sein. Da bin ich mir leider nicht zu 100% sicher, aber... Aber das müsste der, soweit ich weiß... sein. Ich glaube, den kann man sogar von hier aus schon sehen. Nee. Kann man nicht. Ich meine, aber ich bin hier richtig. Mal schauen, ob es stimmt. Nein. Das nicht. Aber ich habe einen Speicherstein bekommen. Ah, nee. Na, nee, nee. Nee, nee. Aber ist gar nicht so verkehrt gewesen, wo ich hingegangen bin.
Und ich meine, mich daran erinnern zu können, da oben ist nämlich auch noch einer drauf. Also zu einem späteren Zeitpunkt. So. Dann. Okay, hier ist er auch nicht. Oh Gott, wo war der denn? Gute Aussicht, gute Aussicht. Das war nicht der direkt neben dem ersten gespawnt ist, glaube ich. Zur Sicherheit gucke ich nochmal nach. Ne. Ne, 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 ne. Wir gehen einmal rundherum. Und schauen einfach mal, wo was im Wind flattert. Oh, Moment. Quatsch mal mit denen. Ein Geist. Ah, endlich. Ich bin in meiner jetzigen Existenz müde. Keine Freude mehr. Endlich ist jemand gekommen, dem ich meine Kräfte verleihen kann. Etwa ich? Ich bin müde. Nimm meine Kräfte und lebe wohl. Hm. Na schön. Dauer der Skelettbeschwörung gestiegen. So. Davon gibt es mehrere, also die alle zu finden, sollte auf jeden Fall eins der Hauptziele sein. Die geben teilweise richtig geile Sachen. So, hier oben ist er nicht. Wo war der denn? Verdammt noch eins. Nee, hier ist er auch nicht. Pass auf, jetzt ist er gleich hier direkt rechts an der Tür oder sowas. Warum ich die roten Truhen wahrscheinlich nicht. Oh, oder warum ich die roten Truhen nicht aufmache, werden wahrscheinlich schon einige überlegt haben. Die kann man nicht aufmachen, solange man nicht ein gewisses Maß an Wissen hat. Ah, hier ist es. Hier ist er. Mal sehen, was draufsteht. Der nächste Zettel liegt dort, wo das Gerippe eines längst toten Walter ihr Unwesen treibt und den Zustand des Schlosses kontrolliert. Wie bitte? Ein Toter kontrolliert den Zustand des Schlosses? Das war. Ja, wo war denn der Verwalter? Hm. War das. War das der oder war das der? Es gibt einen, der weiter vorne ist. Ah, ne, Moment. Der ist links, der ist im Westbereich. Jetzt müsste ich aber wissen, ob das auf dieser Ebene war oder ob das auf einer Ebene da drüber war. Ich glaube, das müsste. Ne, es ist die Ebene da drüber. Das ist die Ebene hier drüber, wo wir hin müssen. So. Länger als eine halbe Stunde werde ich den Part aber gleich nicht ziehen. Ich hatte gehofft, dass ich etwas schneller bin. Aber scheinbar habe ich mich da getäuscht. Ich meine, mich an zwei Zettel noch erinnern zu können, die auf jeden Fall noch kommen müssen. Und, also einer ist auf jeden Fall auf der Burg und ein anderer, der spawnt direkt neben einem. Ich glaube sogar dem ersten hier ist der. Mal sehen, was draufsteht. Suche 8 Säulen und du findest den nächsten Zettel. Ach, das 8 Säulen soll ich suchen. Naja, das kann ja aber nicht so schwer sein. Es gibt nur einen einzigen Gang, wo 8 Säulen sind. Und der ist, glaube ich, im Ostbereich. Erste Etage oder zweite Etage?
Ich versuche mich immer wieder daran zu erinnern. Ist ja das hier der Raum? Nee, das sind vier Säulen. Nee, das ist er nicht. Der Bereich ist das hier nicht. Nee. Das ist eine Etage drunter. Okay, Leute. Wie gesagt, viel länger als eine halbe Stunde möchte ich das Ding jetzt nicht ziehen, weil wir sind jetzt gerade über 30 Minuten drüber. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, würde mich auf jeden Fall freuen und wir sehen uns das nächste Mal genau hier. Haut rein, bis dann und ciao, ciao.